Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games. Hier sind wir uns aber Let's Play Rory McIlroy. Genau, ein angespielt. Der zweite Part von zweien. Einfach nur, damit ihr einfach mal seht, was das Spiel bietet. Wir sind hier momentan immer noch unterwegs auf dem Platz. Gucken wir mal, vier Meilen Seitenwind. Hauen wir den Ball mal hier hin, wa? Sind noch vier Löcher zu spielen und danach zeige ich euch dann halt die Night Challenges. Hoffen wir mal, dass wir den hier schön gerade machen. Ja, wir sehen auch, es war ein Full Swing, war 100% gerade. So, noch ein bisschen Spin draufgebracht auf den Ball. Oh, satte 286 Yards. Ich weiß gar nicht, ob man auf Meter umstellen kann. Habe ich noch gar nicht geschaut. Fällt mir gerade ein, wenig metrisches System. Setting up in the fairway 200 yards to where that hole is cut. So, das Loch. Geht ein bisschen bergauf, bisschen Seitenwind. Nehmen ruhig ein Eisen mehr. Und einen lockeren Schlag, denke ich mal. Das heißt, ich bin auf dem Dreier-Hybrid, na gut. Den haben wir ja voll versemmelt. Wir sehen ihn wieder, hier mein Swing da. Ist leider... Ach! Wieder mein Swing war nicht gerade gewesen, dadurch ist er dann natürlich abgegangen. Okay, der sitzt relativ hoch auf dem Sand. Das ist also nicht so das Problem. Wir haben hier mit dem 52er Wedge. Geht 2 Fuß hoch. Wenn wir den schön draufknüppeln, sollte es passen. Ah, bisschen zu weit sogar. Viel zu weit. About 18 feet away with a decent look. Das war leider dann doch zu viel. Wäre ich mal doch beim 58 Grad geblieben. Na gut. Aber es geht weder bergauf noch bergab. Ganz leicht nur. Ach! Ah! Oh. Das ist natürlich ärgerlich. Immer wenn er die Kante doch so leicht berührt. Und daraus machen wir jetzt einen Bogey. Das ist natürlich schade. So that's a bogey and now to 1 over par for the tournament. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Get those ice blue skies. How do you get off to a okay, good start? Noch ein paar vier. Well, really, you've got to pick okay, das passt jetzt sollte. Don't just blaze away at the 10th. The hole bends to the right. If you can get leichter Short Swing, aber relativ gerade. Bisschen Seitenspin gegeben, passt das. Looks to be a good setup going into the green here at the 10th. Frank, straight uphill with this approach shot, what do you have to factor in? Oh, 19 Yards hoch. And set up over the ball. We're going to have to take at least an extra club to make up for that added elevation. And also, it's tougher to get onto that front foot. Na, gehen wir auf Nummer sicher, gehen wir hier hin. Seems to like it. Headed for the fat part of the green. Na, ist doch relativ okay. Good approach shot. Now we'll have this for birdie. Hätte ich mal ruhig doch ein bisschen mehr. Regarded as an excellent putter. Here another chance for birdie. Ah, oder so. Ach, doch viel zu wenig. Oh. Man. I just pushed it. Well, that hurts. Ja, also diese Grün zu lesen, da muss man sich erst, finde ich, tierisch dran gewöhnen. Also selbst mit der Putting Line, die bringt mich eher gedacht meist eher durcheinander. Reasonable result to stay at 1 over par. Now to the par 4 11th, just a shade under 440 yards. Noch 2 Löcher zu spielen. Difficulties here, Frank. Ach, das the water down the left, but the hole keeps going that way, almost in a semi horseshoe fashion. Two bunkers down the right, they always catch the stray tee shot, but so, once again, nicht so weit übers Wasser rüber spielen müssen, das passt doch gut. Oh, 300 Yards. Nothing wrong with that one. How about 300 yards? Hat ja auch ein bisschen Rückenwind. Frank, the second shot here at number 11, another good-looking shot, not unlike the third hole with water along the left. What's the right way to play this? Obviously, you'd like to walk off 11 with 3, but 4 here never really hurts the scorecard. Das sollte passen. This is one hole you sort of play with an orange light feeling. A little right of the flag, that's absolutely fine. Ah, da hat's der Spin noch... Ei, schön gemacht. Da hat's der Spin noch schön rangebracht, so den Ball. After another solid approach shot.
Really? This is an awkward length. Ja, abfallen tut es kaum, aber ganz schön. Das kann ich immer echt wieder noch ganz, ganz schwer einschätzen. Natürlich schade gerade. Oh, wieder total verschätzt. Wow. Total verschätzt. Also das, naja, das ist Gewöhnung. Na, noch ein paar, was soll's. Besser als ein Bogey, ne? Aber ein Birdie wäre dringend notwendig gewesen. Auf Platz 94 ist ja nicht gerade so der Burner, ne? Mein Nachname ist Gaming, mein Vorname ist Goody. Deswegen sind ließig doof. 570 odd yards, genau, let him fly, das machen wir. Ein paar 5, mal ein paar Meter zu überbrücken. 590 Yard blank das Loch. Aber das letzte Loch. Danach kommen wir dann zu den Night Challenges. Dann seht ihr gleich nochmal, wie sich die Attribute verbessern durchs Spiel. So. Logisch, mit dem zweiten das Grün zu erreichen, können wir verbrennen. Frank, that ball sitting up like it's on plush carpeting. Rich, if you and I had lies like that every okay. time, we'd still be playing this game for a living. So geht nur ganz leicht hoch. Gehen wir mal ruhig ein bisschen nach hier. Das Grün fällt ja nach links ab. Leichter Gegenwind, bisschen hoch, sollte passen. Seems to like it. Looks like it's headed for the green. On the green. Ja, aber den werde ich wieder versammeln, den Birdie. Aber das Ding ist ja fast gerade. Also wirklich, da muss ich ja wirklich ganz wenig nur. Also. Ah, das war schon wieder. Ja, halt, ist ein langer Weg gewesen. Na gut. Wieder nur ein paar. Ja, there'll be no stress for the next one. And getting ready for the putt. Und in the cup. Okay. So, wie gesagt, wir hatten nicht gesagt, dass wir die voll 18, die vollen 18 Löcher spielen wollen, sondern halt nur die wichtigsten. Deswegen ist jetzt hier der Donnerstag jetzt schon zu Ende. Ein Cut schaffen wir natürlich auf die andere Weise nicht. Seht ihr, jetzt Level 17 geworden, haben halt wieder ein bisschen EP verdient. Für die Completed Holds, die Performance Bonus, Quick Round Bonus. So, noch ein bisschen Awards vom. Und dann seht ihr hier halt zum Beispiel halt durch dieses Spiel, durch diese Löcher hat sich eben gerade also meine Stärke um 1 erhöht und auch mein Langspiel um 1 erhöht. So, jetzt simuliert er irgendwas. So, und hier auch wieder mit Even Path würden wir in die nächste Runde starten. Machen wir einfach mal Add Extra Lift to the Ball. Ein bisschen mehr Höhe für den Ball, dann wird er mitten in der Luft nochmal ein bisschen nach oben geschossen. Ist ja halt wieder zum Spaß haben, hat hier nichts mit Realität zu tun. Ich weiß nicht, wie viele es gibt von diesen Nightclub Challenges, aber nett gemacht sind sie auf jeden Fall. Aber so viele Fun-Golf-Arten oder sowas, ich weiß nicht. Also da scheint irgendwie, ich weiß nicht, ob da was drin ist und vielleicht gegen andere Spieler online, offline, nee, also wie gesagt, da ist, glaube ich, einfach ein bisschen abgespeckt worden gegenüber früher, was es da alles gab. Zig verschiedene Arten von Golfplay, aber das war Tiger Woods, ich weiß nicht, welche Folge. Also da haben sie ja immer so ein bisschen mehr abgespeckt. Also finde ich jetzt ein bisschen, naja. Also zu zweit auf der Couch, glaube ich, nicht so der Superburner. So, hier haben wir auch wieder unseren Opi. Den hatten wir schon auch ganz früher in Tiger Woods.
So, wir sollen jetzt also halt da reintreffen für 500 Punkte. Dann bekomme ich auch mal kurz angezeigt. Das Ding landet mittendrin. Ruhig ein bisschen hier rüber. Ziehen. Und bam, die 500 Punkte. Ist jetzt natürlich nicht gerade so schwer. Machen wir gleich mal hier. Oh, ach Gott, das habe ich gar nicht hingeguckt. Ich dachte, jetzt dreimal selber. Nein. Okay. Müssen wir natürlich hinziehen noch. So. Ist jetzt natürlich nicht so schwer. Aber die werden noch herausfordern, die Challenges, auf jeden Fall. Kann man natürlich gut das Schwingen üben. Ihr seht, das wird doch relativ schön gerade. So, und jetzt machen wir erstmal hier hin. Aber schön sieht's aus, ne? Also, gerade hier so mit dem leuchtenden Ball, alles so richtig schön bunt gehalten, gefällt mir. So, den nächsten Stern kriegen wir dann bei 2500 Punkten. Und nehmen wir den hier. Zwei Schüsse habe ich noch, 3500 für drei Sterne, aber jetzt müssen wir hier mal Klapp wechseln. Oder einfach ein bisschen weniger schwingen. Ups. Ah, oh, voll versemmelt. Bisschen Spin drauf geben. Nee, den haben wir verkackt. Na gut. Das war's mit dem 3-Star-Rating. Oh, nehmen wir einfach den hier. Hätte ich gleich machen sollen. Einfach ein Klapp mehr und schon ist er drin. Naja, 7 Punkte verfehlt. Auch mir fehlt auch, dass ich solche Golfer verwenden kann im Dings, im, wie heißt das jetzt? Auf der Runde, dass ich hier nicht solche Fun-Golfer auf der Runde habe. Zumal die haben ja hier einige coole drin. Die haben ja auch so ein paar von Battlefield und sowas drin. So, Target Practice. Die 500 wollen wir natürlich treffen. Was sonst? So, mal gucken wir mal. Klappt weniger, noch ein Klapp weniger. Wie stark geht's bergab? 67 Fuß. Eigentlich sollte er reinrollen, würde ich mal sagen, ne? Ja, sag ich doch. Wieder ein Klapp weniger. Bisschen hier rüber. Das ist jetzt nicht so schwer, aber wie gesagt, das hilft einem halt auf alle Fälle, den Schwung zu üben. Schöner Full Swing, der war richtig schön gerade. Die Anzeige finde ich sehr gut gemacht, dass man da also sieht, wo man es dann versemmelt hat. Die Challenges fangen natürlich wirklich sehr, sehr leicht an. So, da haben wir schon. Und noch zwei Treffer. Und wir haben die drei, ja, Medaille. Die drei Sterne, wie auch immer. Da
fehlen uns jetzt nur noch. Ach nee, fehlen uns gar nichts mehr. Wunderbar. Ah ja, genau, wegen Bonus. Haben wir also jetzt schon die 3 Sterne. Accuracy und No Spin hat halt Bonus gegeben. Oh, noch ein Schuss? Oh, da freut sich Obi. Wunderbar. Mal gucken, ob wir jetzt noch schon zu dem Boosting ankommen. Neuer Highscore, sehr schön. Gucken wir, gehen wir mal ein bisschen nach vorne hier. Hier, da 10, da habe ich noch gar nichts geschafft. Machen wir den mal. So, ich mache wieder den Rocket. 25% mehr. Sieht schon interessant aus, ne? Was sollen wir denn hier machen? Downhill Target. Wofür sind die blauen Dinger da? Ich weiß es nicht genau. Nehmen wir mal einen Klapp kürzer. Ich weiß nicht, mal schauen. Ob wir nicht sogar 2 Klapps weniger nehmen sollten. Lass mal den Klapp mal so. Mal schauen, ob wir hier gegen das blaue Ding gegenkommen. Okay, nicht. Oh, wieder ein schöner gerader Full Swing. Machen wir dir mal, oder? Ja, einfach nur mal gucken, was da passiert. Dann schlagen wir drüber weg über das Blaue, oder? Ah, okay, da fällt, wird er einfach nur von abgeprallt, um einem einfach zu helfen, okay. Mehr wäre da also nicht passiert. Ich dachte, die hauen vielleicht kaputt oder sowas. Na gut, wohl nicht. Ah, den habe ich jetzt versammelt, den Schlag. Seht ihr wieder? Habe ich auch keinen Spin drauf gemacht. Wie gesagt, kommt jetzt nicht so sehr drauf an. Oh, ich hätte 2000 machen müssen, wenigstens für den ersten Stern. Oh, auch sehr, sehr krumm geschlagen. Spin. Mal gucken. Noch mal ein bisschen Spin geben dem Ball. Perfekt, wunderbar. Haben wir jetzt ein Sternchen uns geholt. Ups. Noch mal schön ein bisschen Spin geben wieder. Na, neue Haskell, logisch, habe ich ja gerade das erste Mal gemacht. Na, hier gibt es ein Reward hier hinten. Das ist meist aber ein Boost, den es da gibt. Oh, wow, Bogey or Bella auf das Loch da hinten, alles klar. Also ihr seht auch, also auch komplette Löcher muss man spielen. Das ist halt einfach die Nightclub Challenge. Das finde ich wirklich auf alle Fälle sehr gut. Ich weiß natürlich nur. So, gucken wir mal hier. So, dahin, das geht ja 70 Fuß runter. Gehen wir mal ein bisschen Spin auf den Ball. Ah, wir haben hier die 200 Punkte uns geholt. So.
Oh, geht aber 20 Fuß bergauf. Das ist ganz schön gewaltig. Gucken wir mal hier. Na, es fällt ein bisschen bergab und ein bisschen nach hier. Ah, war zu wenig. Schade. Ah, dafür gab es also auch 0 Punkte. Okay, fürs Paar gab es 1000 Punkte. Wir haben wieder ein Sternchen verdient. Mal gucken, ich wollte das ganz gerne nochmal schnell zu der Belohnung, zu dem Reward, den es da gibt. Continue. So, hier haben wir jetzt wieder ein Reward. Ja, genau richtig. Hier gibt es halt also wieder einen Boost. Und zwar die Fernbedienung. Remote Control. Okay, müssen wir. Okay. Ah! Das ist ja ganz schön empfindlich. Ah, okay. Das müssen wir lernen. Ah, vorbei. Na, wo geht's jetzt hin? Ich weiß nicht genau, wo ich hier hin soll. Ah, ich wollte eigentlich da auf dieses Feld da. Na gut. Ah, ich habe gerade 100 Punkte. Aber ihr seht, die Steuerung sitzt schon besser. Ach, da bleibt aber auch liegen. Na gut, ich dachte, ich kann da rüberfahren. Out of shots. Na gut, die 1000 Punkte nicht erreicht. Ihr habt gesehen, was die Nightclub-Challenges sind, wie Rory McIlroy aussieht. Ich hoffe, das Ganze hilft euch ein wenig bei der Entscheidung, kaufen oder nicht kaufen. Wie gesagt, ihr Extras mit der zu spielen, um zu entscheiden. Es bietet in meinen Augen nicht viel mehr als Tiger Woods früher. Sieht alles ein bisschen schicker aus. Mechanik ist alles beim Alten geblieben. Wir haben einfach einen Golf auf der Next Gen. Und das ist eigentlich der einzige Grund, wenn man ein Golfspiel haben möchte, muss man sowieso definitiv zugreifen. Nett geworden ist es. Ausreichend. Ausreichend, sage ich mal auf jeden Fall. Ich hoffe, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.